Wir werden oft gefragt, warum unter Hochspannungsleitung Leuchtstoffröhren leuchten. Wir schauen uns nun gemeinsam ein paar Experimente an, mit denen wir elektrische Felder erzeugen und Leuchtstofflampen zum Leuchten bringen. Das Gas in der Röhre wird durch das elektrische Feld angeregt. Das angeregte Gas trifft auf die Leuchtschicht auf und verursacht dort eine Lichtemission. Wir werden jetzt synthetische elektrische Felder, wie sie im Alltag auftreten, erzeugen durch Reibung an den Haaren oder an einem Fell. Oder wir nehmen eine Plüschkatze und reiben direkt mit der Leuchtstoffröhre an dieser Plüschkatze. Doch dafür machen wir das Licht aus. Bitte beim Nachmachen aufpassen, dass im Dunkeln die Röhre nicht bricht, das wäre sehr gefährlich. Und um unserer eigentlichen Frage nun auf den Grund zu gehen, warum leuchten Leuchtstoffröhren unter Hochspannungsfreileitungen, treffen wir uns zum nächsten Experiment unter der 110 kV Freileitung. So, jetzt sind wir da unter der 110 kV Freileitung. Wir werden jetzt da unter die Leitung gehen, auf den Damm hinauf, damit wir der Leitung etwas näher kommen und dort stärkere elektrische Felder haben, die uns dann diese Lampen, wenn es dunkel wird, zum Leuchten bringen. Bereits die Griechen kannten die Reibungselektrizität. Sie hatten Bernstein und stellten fest, dass elektrische Kräfte, sie nannten den Bernstein das Elektron, in der Umgebung, nachdem sie daran gerieben haben mit einem Tierfell, aufgetreten sind. Die Reibungselektrizität bot aber nicht das, was wir brauchen, nämlich Energie, sondern nur Spannung. Und das haben wir in den Experimenten ja gesehen, dass die Lampen bereits leicht zu leuchten beginnen, wenn ein elektrisches Feld durch die Spannung entsteht. Hier oben in den Leitungen liegt also nun die elektrische Spannung an, die ihrerseits ein elektrisches Feld verursacht, das nun diese Leuchtstoffröhren zum Leuchten bringen wird. Beim Nachmachen bitte aufpassen, den Leitungen nicht zu nahe kommen. In der Position ist keine Gefahr, aber nicht auf Bäume, auf Steighilfenleitern oder derartiges Klettern. Man kommt sonst der Leitung gefährlich nahe. Damit sind wir am Ende unserer Experimente angekommen. Ich hoffe, wir konnten die Frage, warum leuchten Leuchtstoffröhren unter Hochspannungsfreileitungen, ausreichend beantworten. Wenn nicht, sehen Sie gerne nach unter unserem Hochspannungsblog www.hochspannungsblog.at. Dankeschön, auf Wiedersehen.